Bei Frankfurt 300 Kilometer gefahren, war das Geräusch wieder da. Hallo, hier ist Klaus von YouTube-Kanal Electric Santa und ich gebe heute euch eine Zwischenstandsmeldung zu meinem Hyundai Ioniq-Problem. Ich habe ja ein Geräusch. Im Auto gehabt, das mit der Antriebswelle im Motor was zu tun hat. Das Video verlinke ich euch oben. Das Auto war in der Werkstatt. Dort wurde die Antriebswelle des Elektromotors um 180 Grad gedreht. Und als ich das Auto abgeholt habe, hat es auch geholfen. Das Geräusch war eigentlich nicht mehr zu hören. Ich war aber der Meinung, es doch ganz minimal zu hören. Aber gut, ich habe das so gelassen. Das Geräusch war ja so weitestgehend nicht mehr da. Nun waren wir im Urlaub. Wir sind in die Schwäbische Alb gefahren. Das waren so 700 Kilometer. Bei Frankfurt 300 Kilometer gefahren, war das Geräusch wieder da. Ich habe gleich den Händler angerufen und ja, der bestellt mir jetzt oder hat mir jetzt einen neuen Elektromotor bestellt. Und da warte ich jetzt, dass er geliefert wird und dann halt einen entsprechenden Termin zu bekommen. So ist zurzeit die Lage meines Hyundais. Ich sitze gerade hier in unserem Kia Soul. Ich fahre gleich zu einem Autoaufkäufer, weil wir das Auto verkaufen wollen. Aber das wisst ihr schon aus dem anderen Video. Das verlinke ich euch auch mal oben. Und da bin ich gleich mal gespannt, was da für mich für eine Zahl erwartet. Aber das ergibt ein anderes Video. Ja, ich werde dann wieder berichten, wenn mein Hyundai Ioniq zur Werkstatt geht, beziehungsweise wenn ich es dann wieder bekomme. Da bin ich schon ganz gespannt drauf. Nochmal meine Einschätzung. Ich denke, Sie haben die Antriebswelle ja gedreht. Und da macht man ja ordentlich Schmierfett, Schmieröl an diese Zahnräder dran. Und durch das es ja neu gefettet wird, hat man natürlich diese Übertragungsgeräusche auf diese einzelnen Zahnräder, sind dann natürlich stark reduziert. Da ich jetzt ja eine lange Strecke gefahren bin, ist alles mal richtig warm geworden und dadurch wird das Schmierfett dünnflüssiger und verteilt sich wieder. Das ist meine Mutmaßung, Einschätzung. Wie gesagt, ist nur meine Einschätzung, was es vielleicht, warum es erstmal keine Geräusche gegeben hat. Ich kann mich auch komplett irren, da bin ich mir halt sehr unsicher. So, aber das soll es gewesen sein. Ich berichte wieder, wenn es was Neues gibt. Bis demnächst, euer Klaus von YouTube-Kanal Electric Santa. Macht's gut. Tschüss.